Mit einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung erinnerten die Stadt Leipzig und die Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke am 18. April 2024 an die Befreiung der Stadt Leipzig durch die US-Armee vor 79 Jahren. VertreterInnen der Stadt legten gemeinsam mit RepräsentantInnen des konsularischen Korps sowie VertreterInnen aus Politik, von Verbänden und Vereinen Blumen und Kränze nieder. Am wichtigsten am heutigen Tag ist, dass wir uns erinnern, dass am 18. April 1945 Leipzig von den US-Soldaten befreit wurde und die Nazi-Herrschaft beendet wurde. Aber auch daran erinnern, so wie es der amerikanische Konsul gerade gebracht hat, die Brücke zu schlagen, dass wir uns wieder im Krieg befinden in Europa. Auch die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig erinnerte am Denkmal im Leipziger Osten an die Opfer des Massakers von Abt Naundorf. Hier wurden am 18. April 1945 300 Gefangene von SS-Männern in eine Baracke des Lagers gesperrt. Diese wurde mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt. 67 Menschen haben überlebt, 84 Opfer wurden wenige Tage später auf dem Leipziger Südfriedhof beigesetzt. Die meisten Opfer gelten bis heute als vermisst. Im Kapperhaus in der Jahnallee wurde ebenfalls an die Geschehnisse im April 1945 erinnert.